So und willkommen zum letzten Teil von Applied Energistics, immer noch mit dem Erzengel Gabriel und meiner Wenigkeit. Ja, ihr seht hier ein bunt blinkendes Gebilde. Das ist ein Applied Energistics 2 ME Controller. Ihr denkt euch, ist? früher war es doch nur ein Block, aber heute in Applied Energistics 2 kann man das in einem MultiBlock bauen? Der kann von eins bis also ein Controller bis min, bis Minimum drei Controllern eine MultiBlock ein MultiBlock formen ähm, ist für größere Netzwerke wirklich ähm, empfehlenswert, wenn man wirklich ein Riesennetzwerk hat. Zum, ja gut, ich will jetzt mal nicht sagen, unser ist riesig, aber es ist hat schon einiges ähm, an Größe erfahren. Hier gibt es auch wiederum ein paar kleinere Einschränkungen zum zur Größe bzw. zum Aufbau. Das hier ist sozusagen. Ja, ich glaube sogar die. Ähm, produktivste oder effizienteste Art. Ich bin mir nicht 100% sicher. Es gibt auch unterschiedliche Bauarten für die Controller. Aber er darf maximal 7 mal 7 mal 7 sein. Also 7 hoch, 7 breit, 7 tief. Wenn er diese Zahl überschreitet und man setzt einen achten irgendwo hin, schaltet er auf Rot und es das heißt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Da ist entweder ein weiterer Controller von einem Fremdnetzwerk drinnen, wo direkt angeschlossen ist oder... Die maximale Größe wurde überschritten. Das ist, wie gesagt, sobald man hier einen weiteren Block reinsetzt, wird er auf rot, somit ist der Prozessor, äh, der, der Controller lahmgelegt und es kann nichts mehr laufen. Als weiteres, wenn man hier jetzt zum Beispiel so ein 3x3 Pattern hat und noch einen in die Mitte reinmacht, schalten sich die vier Controller aus. Sieht man hier. Ähm, diese vier Controller hier in den Ecken leuchten noch weiter, weil sie noch etwas Energie gespeichert haben. Sobald die Energie aufgebraucht ist, schalten sich die vier aus. Also man sollte immer einen MultiBlock haben, der in einem Quader aufgebaut ist oder in einem Quadrat, besser gesagt, ähm, weil ansonsten gehen euch Channels flöten. Hier gehen uns jetzt äh, 32 mal 4 128 Channels flöten, ungefähr, ja, 128, nicht nur ungefähr, sondern genau. Wenn man den hier in der Mitte jetzt wieder rauskloppt, formt sich auch hier die Multi-Block und man hat wieder die 128 Channels für sich verfügbar. Wozu braucht man so einen großen Controller, denkt man sich vielleicht. Man braucht ihn nicht, man kann ihn sich bauen weil dann kann man an jeder Seite also sieben mal 7 mal sieben Kabel anschließen, wo jeweils 32 Channels durchgehen, was dann die Größe des Netzwerks natürlich auch immens steigern kann. Und was sich auch noch ein bisschen verändert hat, ist einmal das Auto Crafting in Applied Energistics 2. Da gibt's jetzt ähm, ein neues Item, das nennt sich der Molecular Assembler und entsprechend hier Crafting Units beziehungsweise Crafting Prozessoren und Storage Crafting Storage. Diese braucht man, um Autocrafting Prozesse rauszuhauen. Da hole ich mir dann mal von jedem ein. Reicht ja. So haben wir hier dann alle. Tun es auch nach Größe sortieren. Es ist wie bei den Speicherze äh, Speicherzellen von 1K bis 64K. Gibt es ähm, diese, äh, diese äh, Crafting-Units. Die können sogar über ein normales Glassfiber angeschlossen werden. Und die sind auch multi -block fähig. Das sieht man dann hier. Wir setzen ein eine Crafting Unit sehen, okay, ist nicht verbunden mit dem Netzwerk und ist auch komplett grau. Setzen wir eine zweite daneben, immer noch grau. Sobald wir den dritten Block hinsetzen wird es, eine Multi, wird es ein Multi-Block und ist auch hier mit dem Netzwerk verbunden. Benutzt ein Channel wenn ich das noch richtig weiß, können wir natürlich dann immer mit den Smart kabeln überprüfen wie viele Channels ein Device braucht oder ein Bau. Sobald er online kommt, sehen wir hier ein Channel. Und hier kann man dann natürlich auch äh, aufbauen, sobald der Multiblock unterbrochen wird, ist natürlich hier die Verbindung zum Netzwerk weg. So, und hier haben wir jetzt ein, eine Crafting Unit mit einem Crafting co Diese Crafting Co-Prozessoren sind wichtig für das netzwerk? denn somit können mehrere ähm, crafting-prozesse gleichzeitig durchgeführt werden. das heißt, wenn man diesen crafting-prozessor nicht hat, diesen co-prozessor, sondern nur zum beispiel eine crafting-unit, kann dieser block hier nur ein crafting-auftrag pro oder nur ein crafting-auftrag abarbeiten. sobald man diesen co-prozessor reinmacht, kann der mehrere gleichzeitig abarbeiten. Das wird dann auf die verschiedenen Crafting Storages verteilt und somit kann es effizienter arbeiten. Man kann natürlich auch hier wiederum weiter anbauen, eine weitere Multi-Block bauen und somit hat man dann zwei Crafting-Prozessoren. Sieht man unter anderem, wenn wir ein Terminal nehmen und das mal... Äh, normales mal kurz hier hinhängen wir haben hier oben ja den Crafting Status wenn wir einmal darauf klicken kriegen wir hier einen Crafting Status und sehen hier okay no Crafting Jobs available ist klar weil wir nichts zum Auto Craften haben dazu brauchen wir dann die Molecular Assembler diese kleinen schönen durchsichtigen Geräte brauchen einmal eine Verbindung ins Netzwerk, brauchen aber kein Channel. Ist der Vorteil, weil die transportieren prinzipiell keine Daten, aber bauen die Items zusammen. Wie wir hier sehen, hier gibt es ähm, ein Crafting Grid und für ähm, Speed Upgrades oder ich glaube sogar Redstone Upgrades, ich bin mir nicht 100% sicher. Und man kann hier separat ein Pattern einfügen, welches dann immer nur ein bestimmtes Item craftet. Also wenn ihr wollt, dass ein Molecular Assembler nur Redstone Torches craftet, als doves Beispiel, macht ihr ein Pattern, legt es hier rein und der craftet immer und immer und immer und immer weiter Redstone Torches, bis die aufgebraucht sind. Ist ja für ein automatisches Crafting ein bisschen schwachsinnig, würde ich mal behaupten. Oder wie siehst du das? Ja, völlig schwachsinnig. Aber äh, kann man die nicht dann auch mit dem Level im wenn die auf einer Redstone-Karte funktionieren, ein- oder ausschalten? Probieren wir es doch mal aus. Ich nehme mal eine Redstone-Karte. Ähm, sieht man, also wozu die, äh, diese Karten, hier gibt es ja verschiedene, einmal die Capacity Card, die Crafting Card, ein Fuzzy Card, Invent Inverted Card, Redstone Card und Acceleration Card. Wenn man drüber hovert, <laughs> sieht man wo welches ding reinpasst wenn wir jetzt hier über die Redstone card gehen sehen wir es geht auf einen me essentia import export bus was in unserem modpack dabei ist ein fluid export bus ein io port und ein import export bus somit geht es nicht in einen molekular assembler rein weil der macht ja eigentlich nur das crafting er, er fügt die dinger zusammen wo, wo man das dann reinsetzen kann, ist in ein Interface. Gibt es ja hier die klassischen ME-Interfaces als Block. Kennt ja jeder von uns. Ähm, der Vorteil ist, wie man auch schon an den Terminals hier sieht, habe ich ganz vergessen zu erzählen, diese sind jetzt, äh, äh, wie nennt man das jetzt nochmal, Mic nee, nicht MicroBlock. Ähm, äh, ich habe es mal gewusst, mir fällt es nicht ein, wenn es auf einen Blockspace geht. Also wie man hier sieht, er schneidet direkt plan mit diesem Crafting ab. Wir können hier einfach einen Block davor setzen. Aber das Terminal ist immer noch da, ist accessible und funktioniert. Um das ein bisschen zu vereinfachen, wurde ein me ein Interface hinzugefügt, das natürlich auch craftbar ist. Und zwar, wo haben wir es denn? Interface, genau, Interface hier. Das ist einfach dieses kleine Ding, sieht aus wie ein Monitor und kann auch hier angeschlossen werden, nimmt somit auch nur einen mit Kabel, einen Blockspace weg. Wie man hier sieht, das beste, Bo ja gut, das ist jetzt ein bisschen doof, aber egal, sieht man, nimmt nur einen Block weg. Ist der Vorteil, somit kann man mehrere... Interfaces an ein Molekularassembler binden und somit spart man sich wiederum Platz. Also können wir hier den hier abbauen, den dieses Interface dran und so. Jetzt haben wir zwei Interfaces. Man kann maximal also fünf Interfaces anbinden an das System. Man muss natürlich bedenken ähm, die Channels. Wir benutzen hier gerade zwei. Das hier wäre der dritte, der vierte und der fünfte Channel. Sieht man hier? 1, 2, 3, 4, fünf. Und das ist jetzt das Maximum für, ein, äh, für einen Molekular Assembler, um äh, angesteuert zu werden. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das effizienter aufzubauen. Aber für hier reicht es erstmal. So und früher gab es ja den Autocrafting Cube, wo man einfach die Pattern reingeschmissen hat und gut war. Aber das ist nicht mehr so. Man braucht für jeden oder fürs Autocrafting einen Molecular Assembler und Interfaces. In unserem Fall jetzt hier fünf Interfaces maximal. Und so wie es aussieht, der Erzengel macht gerade ein Pattern für Redstone Torches. Ich dachte, das wolltest du zeigen. Ich packe nur die nötigen Bauteile ins Lager. Genau. Äh, dazu gibt es ein neues Terminal, was früher ja auch ein normaler Block war. Aber jetzt gibt es gibt's ein ME Terminal. ME Pattern Terminal. Ich hänge es mal direkt hier hin. Dass man es sieht. Und wir haben hier Jetzt die Möglichkeit, ein Pattern, also hier ist es Pattern Terminal mit Zugriff natürlich auf die Items. Und dazu brauchen wir wiederum, nein, kein Kabel, sondern ein, ein leeres Pattern. Äh, Pattern, machen wir es so. Pattern, so. Ein leeres Pattern wird mit ähm, zwei Quartzglas gecraftet, drei Glowstone, einem Charged, respektive Pure Quartz und drei Eisen. So, die legen wir hier in das obere Feld rein und können dann hier sagen, okay, eine, ein Stick und eine Redstone und ein Redstone ergeben eine Redstone-Torch. Durch das Encode-Pattern wird dann auf ein leeres Pattern die ähm, Items geschrieben, was gecraftet werden soll. Mit einem Shift äh, drückt man Shift, zeigt äh, wird angezeigt, was gecraftet wird. Und das können wir jetzt in ein Interface reinpacken. Wenn das mir öffnet. Ah, und wir sehen. Timeout. Schön. <laughs> Egal. Vorschau, äh, Vorführeffekt und so, solange wir reinkommen. So. Äh, genau. Mit einem Rechtsklick auf ein Interface können wir hier unten die Patterns einlegen. Das war ja früher genauso. Wenn man zum Beispiel einen Alloy-Smelter oder einen Induction Smelter angepowert hat, beziehungsweise Rezepte drüber laufen lassen wollte. Wir legen jetzt hier einfach das Pattern rein, sehen, okay, es zeigt eine Redstone Torch an. Kannst du mal bitte einen Stack Redstone Torches äh, requesten? Ja. mache ich. Und sobald der Crafting-Prozess rausgehauen ist. Sollten wir auch gleich die Torches ankommen sehen? Wie sie hier gebaut werden. Und wenn man hier reingeht, sieht man, okay. Der nimmt jetzt den Stick. Ich habe den jetzt rausgenommen. Dass es funktioniert, habe ich nicht gewusst. Ah, und jetzt zeigt er nicht mehr an, was er craftet, aber sollte eigentlich Torches craften. Ah, jetzt hat er aufgehört. Ich habe es verpackt. Cool. Sehr cool. <laughs> Äh, habe ich jetzt auch noch nie hingekriegt. Cool. Ja, ich breche den Auftrag mal ab. Jo. So, jetzt machen wir es nochmal vom Neuen. Ich glaube, ich habe Applied Energistics abgeschossen. So, <laughs> oh, ich drücke jetzt wieder auf Start für ein Stack. Jo. So, und jetzt craftet das also auch wieder. Jetzt sehen wir und der Fortschrittsbalken zeigt an, wie, wie lange er braucht für ein Item. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt wieder auf den gehen, sehen wir, okay, er hat noch 36, 35 und ein paar zerquetschte. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine dieser Acceleration Cards reinhauen, in den Molka Assembler, sehen wir, okay, er arbeitet schon viel schneller. Und es können bis zu 5 Karten drin sein, wo dann den Auftrag abarbeiten. Wenn wir jetzt sagen hier 100 Stück, sagen zup und wir sehen, der geht nicht nur mehr über 50 Prozent, arbeitet aber alle ab und wir haben hier jetzt nur noch fünf zum Craften und schon ist das Auto Crafting fertig. Und ja, so kann man das Auto, muss man das Auto Crafting jetzt machen? Wie das ähm, verbessert wird oder wie man es ins Absurde treiben wird? Oder kann, zeige ich euch dann gleich bei uns äh, auf oder in unserem kleinen Häuschen, wo wir äh, wo ich das Applied Logistics System für uns aufgebaut habe. Und als letzter Punkt, was natürlich 90% der Leute benutzen, ist ja ein Wireless-Zugang. War früher anders, ist heute Entschuldigung, ein bisschen komplizierter geworden. Denn man braucht jetzt äh, zwei Sachen mehr als früher. Man braucht nicht nur das Wireless Terminal, man braucht jetzt auch das ME Security Terminal. Nimmt man sich mal so und es wird gecraftet aus einer ME Chest, vier Iron, zwei Glass Cable, einem 16k ME Storage Component und einem Engineering Process. So. <laughs> Kannst du das bitte mal platzieren, damit ich mal zeigen kann, was zeigen kann. Einfach irgendwo hinklatschen. Genau. So, sobald es gesetzt ist jetzt vom Erzengel, sehe ich keine Items mehr. Und wenn der Erzengel jetzt reinguckt, müsste er eigentlich noch Items sehen. Ja, ich sehe alles. So, das ist jetzt der Vorteil, er hat das ME Security Terminal gesetzt. Ich kann nicht mal mit Rechtsklick mehr aufmachen. Er kann es. Das liegt daran, der, wo das hinsetzt, hat volle Rechte aufs Applied Energy System. Somit kann er Leute aussperren aus dem System. Oder könnt ihr dann entsprechend die Leute aussperren? Was man dazu braucht, damit entweder alle Leute oder bestimmte Leute ähm, mit dem System arbeiten können. Dazu braucht man dann Biometric Cards. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal eine Lehre in, den, äh, in das Terminal reinzustecken und zu konfigurieren, dass jeder alles darf. Oder wenn nur bestimmte Personen es dürfen, ihr nehmt euer Biometric, Term, äh, Biometric Card, macht Shift-Rechtsklick und es ist gebunden auf MacVille LP, No Permissions Selected. Wenn jetzt der Erzengel einmal meine Karte reinsetzt, in den untersten Slot, und dann alle vier Kästchen anhakelt, und dann die Karte oben reinlegt, sehen wir hier schon, ich kann jetzt das komplette AE wieder sehen. Ja, aber ich habe dir jetzt äh, nur für extrahieren und deponieren erstmal gegeben. Sehr schön, also ich kann nur, oder ja, wie es heißt, Items rausnehmen und reinsetzen. Ich kann nicht in die Crafting-Prozesse reinschauen, was auch wiederum eine Verfeinerung vom Sicherheitssystem ist. Das gleiche gilt dann auch für Access, beziehungsweise ich, doch gut, ich bin OP auf dem Server. Ähm, Ups. Ups. <laughs> äh, genau. Beispiel: Ich kann hier nicht mal mehr Items platzieren und die werden automatisch wieder abgebaut. Somit kann ich auch nicht das Applied Energistics System verändern, da ich das jetzt im Creative bin, konnte ich es abbauen. Aber als normaler Spieler kann man da nichts machen. Ist, so, ähm, Jetzt habe ich dir alles gegeben. So, jetzt kann ich nämlich auch wieder überall reingucken und kann auch hier in das Security Terminal schauen. Was ich, ähm, wie es ja im Herzengel gerade gesagt habe, hier unten haben wir den Biometric Card Editor. Da legen wir jetzt mal eine separate Karte ein. Und hier gibt es Deposit User is allowed to store new items into storage. Also, er darf items reinschmeißen. Withdraw, user is allowed to remove items from storage. Also er darf alles rausholen, was drin ist. Crafting, er darf craften. Also ich darf neue oder eine Person darf neue Crafting-Aufträge rausjagen. Sieht aber dann, wenn man jetzt nur dieses aktiviert, sieht da keine Items, sondern nur die Items, wo craftbar sind. Build User can only be, um, can modify physics structure of the network and make configuration changes. changes. Was ich gerade gezeigt habe, ich konnte keinen weiteren Block mehr dran setzen, hat immer direkt zerstört. Und das letzte, security, user can access and modify the security terminal of the network. Und somit kann ich dann, mit diesem Recht kann ich dann neue Karten hinzufügen, etc. pp. Aber, wenn man jetzt... Wie ihr seht, ich habe meine Karte rausgenommen. Wenn du jetzt bitte noch mal alle vier ähm, Sachen, äh, fünf, vier, vier ähm, anhagelt und die Karte oben reinlegst, jo. sehen wir hier, das ist eine Blank Card, die darf alles und somit darf jeder User auf dem Server dieses Applied Logistics Netzwerk nutzen. So spart man sich halt ähm, Platz. In dem Gerät drinne, Aber jeder kann, sich drauf, äh, jeder kann drauf zugreifen, was manchmal nicht gut ist. Oder wenn man halt ein bisschen wirklich Sicherheit haben möchte, sagt man einem, okay, hey, hier hast du eine Karte, bitte Shift Rechtsklick. Dann kannst du Crafting-Aufträge machen oder Items rausnehmen. Je nachdem. So, und natürlich Wireless Terminal haben wir wie immer hier. Ein wireless terminal ist von Haus aus anlinkt, also nicht gelinkt mit dem System. Dies ging ja früher auch über den Controller oder nur über den Controller, die Items oder das Wireless Terminal zu linken. Wie jetzt im alten einfach hier in das Symbol für das Wireless Terminal. Es wird nach unten gezogen und es steht auch da linked und man kann out of range natürlich ist das Problem, wir haben kein Wireless, äh, Receiver, bzw. Sender. Der sieht wie folgt aus. Ist auch nur noch ein, ja doch, Multi-Block ist es, glaube, wie sich das Zeug schimpft. Ein kleines Item, ein Wireless Access Point. Wird aus einem Wireless Receiver, einem Calculation Processor und einem Glass Fiber, äh, Glass Cable gecraftet. Der Wireless Receiver wird wiederum aus einer Fluix Pearl, drei Eisen und einem Fiber gebaut. Und die Fluix Pearl aus Pure Service Quartz oder Flux Crystals und vier Fluix Dust. Und dieses Gerät kann man auch irgendwo im Netzwerk dran poppen. Zum Beispiel hier an die Seite von dem Security Terminal. Und jetzt hat man auch Zugriff auf das Applied Energistics System über Kabellos. Dieses Wireless Access Terminal hat eine Standard-Range von 16 Metern. Also 16 Blöcke. Das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bis hier sieht man es noch. Und ah, 16 plus 1. Und ab hier hat man keinen Empfang mehr. Hier geht man wieder einen Block zurück, hat man wieder vollen Empfang. Kann man natürlich auch erweitern durch die Wireless Extension Cards. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ne, Wireless Booster werden wie folgt gecraftet: mittels drei ähm, Iron Ingots, einem Ender Pearl Dust. Auch von NIO überschrieben, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, direkt mit Nativ ähm, Applied Energistics zu craften, einem Certain Squirts und einem Flux Dust. Bekommt man zwei raus. Der Erzengel hat jetzt 64 Booster reingehauen und man hat die Möglichkeit, jetzt aus 528 Metern Entfernung auf das AE zuzugreifen. Verbraucht natürlich Strom, sehen wir hier 8,21 Kilo RF per Tick, also 8210 RF per Tick, braucht dieser Access Point jetzt, um diese Range zu ähm, beliefern. Tut sich natürlich auch entsprechend auf die ähm, allgemeine Stromversorgung ausbrechen. Somit sehen wir hier, wir verbrauchen gerade 1, ja, knappe 2 Mega RF, also 1,6 Millionen RF. Ungefähr und ne 10.000 Megakilo doch äh, eine Million RF per Tick ungefähr. Energy Usage sind 9000 RF per Tick ist schon eine Menge, was es halt äh, braucht, aber Applied Energistics war schon immer nicht stromsparend, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, das war jetzt mal so das Mod Spotlight, das kleine Tutorial zum zu Applied Energistics 2 Und wie versprochen, ähm, zeige ich euch jetzt mal unser Applied Energistics Netzwerk. Dazu springen wir mal, also springe ich zu so nach Hause, zu nach Hause und sehen hier nach ein bisschen Laden. Wir haben hier ganz normale Terminals. Ein Crafting Terminal und ein normales ME Terminal. Hier hinten haben wir ein bisschen was äh, Spezielleres. Ein, also hier haben wir vier Terminals, wo nur Festplatten zu sehen sind. Ihr denkt euch, ja, ja, gut, Festplatten ist jetzt ja nicht schlimm, aber 21 leere. Hier fünf leere und eine leere. Interessant, das gleiche hier, aber auch jetzt die Fluids und unsere ganz normalen Items, die wir halt hier so rumliegen haben. Ja, das ist nämlich, ähm, gibt es die Möglichkeit, über Peer-to-Peer-Tunnel die ganzen Sachen so abzugreifen, dass man die Festplatten, wenn man welche craftet, die man hier in diese vier Terminals reinlegt und die dann direkt in die Disk Drive unten im Keller reingelegt werden. Als weiteres gibt es hier so ein kleines äh, Interface-Terminal, wo man dann seine Pattern in die Interfaces entsprechend reinschiebt. Alles zeige ich euch dann gleich. Äh, hier. So. Das ist jetzt mal so ein bisschen unser kleines Supply-Logistics-Räumchen. Ist ein bisschen Tohu to habe ich mal so einfach aufgebaut. Ähm, hier unsere Crystal Growth Accelerator mittels Steve's Factory Manager automatisiert mit Conditions für äh, welche Items drinne liegen dürfen und ja woher es kommt beziehungsweise wohin das schieben soll wenn sie erwachsen sind etc. pp ähm, wie gesagt gibt es bei mir auf dem Kanal hier ist unsere Produktion von ähm, Prozessoren Mittels natürlich Steves Factory Manager habe ich auch in einem Video erklärt bei mir auf dem Kanal ist ja Steves Factory Manager ist einfach in dem Sinne gut, weil er einfach Lastverteilung machen kann. Wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche 100 Logic -Prozessor, äh, Logic Prozessoren, schmeißt er 100 äh, Items in die Chest rein und verteilt die entsprechend auf die ganzen Inscriber hier und macht dann alles nacheinander. Ist sehr cool. Wie gesagt, ist bei mir auch im Kanal äh, gezeigt. Hier unser Wireless Terminal oder Access Terminal. Dann gehen wir mal einen Stockwerk runter. Hier ist dann unser ähm, kleines Controllerchen. Das ist ein 5x7-Konstrukt, wo eigentlich so unser ganzes Zeug angelegt ist. Und wie ich vorhin ja mal gesagt habe, ähm, Crafting Tower, das hier sind unsere kleinen Crafting Towers, wo unsere kompletten Rezepte drinnen liegen. Ist aus ähm, einer Kombination aus Molekularassemblern und Interfaces gemacht, plus entsprechende Crafting Prozessoren. Da dauert ein normaler Crafting-Auftrag von der von Kiste nicht mal eine Sekunde, ungefähr, würde ich mal so behaupten. Und von deinen Computern wahrscheinlich auch nicht mal so lange für. Nee, das also geht sehr schnell jetzt. Also, ich habe auch hier in jeden äh, Molecular Assembler fünf ähm, Acceleration Cards reingeknallt. Also somit geht es hier so schneller als äh, Michael Schumacher Mama Mir sagen kann. Äh, geht sowas und hat zwar viel Zeit gekostet, es aufzubauen. Aber ja, es ist einfach. Applied Logistics ist sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr modular aufbaubar. Man kann sehr viel damit machen. Hier auch als Beispiel ähm, zu den Festplatten, zu den Festplatten-Terminals, wo ich gezeigt habe. Das sind alle unsere Festplatten, wo man über die entsprechenden Terminals sieht. Das hier zum Beispiel waren die Lern äh, Lernfestplatten, ähm, die hier wahrscheinlich auch, genau. Und man schmeißt es einfach in die Terminals rein und das landet dann hier über die Peer-to-Peer-Busse, wo ich hier aufgebaut habe. Denn hierüber laufen Storage-Buses über die Peer-to-Peer-Tunnel in das System. Und somit läuft es dann über diese Terminals. Ja, und äh, das soll es mal gewesen sein von dem Modspotlight für Applied Logistics 2. Es werden vielleicht, mal gucken, äh, weitere mod mal wieder finden oder so Mod-Erklärungen besser gesagt. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank oder ich hoffe mal, dass ihr dran geblieben seid bis zum letzten Teil, also bis jetzt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf einem weiteren Display auf meinem Kanal oder vielleicht sogar in einem Mod-Spotlight. Ich danke natürlich dem Erzengel für Bereitstellung des Servers und des Dabeiseins und ein bisschen hoffentlich auch was gelernt. Ja, ich habe das jetzt langsam mit den Channels verstanden. Das ist sehr schön und hier seht ihr auch noch mal unser kleines Netzwerk und unsere kleinen Storages, Speicher, was wir alles so haben. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.